Hallo Stefan, Stefan Peek, du bist unser Lehrer für Logotherapie am Kientalerhof hier. Die Logotherapie, die gibt es jetzt schon seit 80 Jahren, von Viktor Frankl entwickelt. Warum kennt die niemand? Na, ich würde nicht sagen, dass die Logotherapie keiner kennt. Sie ist eine Therapieform, die im Wachsen und im Kommen ist. In manchen Ländern bekannt, in anderen weniger bekannt. Vielleicht sage ich aber mal so manches zum Kern der Logotherapie. Gerne. Das ist das Faszinosum der Logotherapie. Man kann sagen, die Logotherapie ist eine Therapieform, die einen letztlich salutogenetischen Ansatz verfolgt. Das bedeutet, die Logotherapie schaut in ihrer Arbeit primär auf das Potenzial eines Menschen, weniger auf die Problematiken. Sie grenzt die Problematiken, die ein Mensch mit sich herumträgt, nicht aus. Aber sie sagt, in jedem Menschen, und das ist jetzt ganz wichtig, in jedem Menschen ist ein unzerstörbarer, heiler Kern von Emotionalitäten, wie zum Beispiel Liebe, Hoffnung, Vertrauen, Kreativität, Humor und so weiter und so fort. Anliegen der Logotherapie ist es, Menschen behilflich zu sein, so dicht wie möglich, nicht nur kognitiv, sondern auch emotional an diesen Kern heranzukommen. Das heißt, Kernanliegen logotherapeutischer Arbeit ist es, einem Menschen behilflich zu sein, sein inneres Potenzial so dicht wie möglich wirklich spüren zu können. Wichtig ist dabei diese Kernaussage, dass dieses Potenzial nicht nur in dem einen oder in dem anderen Menschen vorhanden ist, sondern dass es Kräfte sind, die grundsätzlich in jedem Menschen da sind. Diese Kräfte sind zwar verdeckbar durch Problematiken, die Menschen haben, okay, nur durch diese Problematiken kann man sich hindurcharbeiten und zu diesem Kern vorstoßen. Wir haben in unserer Arbeit die Formel gefunden, wir wollen so weit wie möglich dieses Potenzial berühren, diese starken positiven Lebenskräfte wie Hoffnung, Vertrauen, Liebe und so weiter. Wir sagen, so weit wie nötig müssen wir uns dem Problem zuwenden, so weit wie möglich aber wollen wir dieses Potenzial berühren. Weiterhin ist die Logotherapie eine Therapieform, eine sinnorientierte Form der Psychotherapie, die sagt, Menschen wollen in ihrem Leben nicht nur einfach durchkommen, nicht nur einfach überleben, sondern sie wollen sinnvoll leben. Das heißt, sie will ihrem Gesprächspartner auch behilflich sein, so weit wie möglich in seinem Leben die Werte zu finden, für die er gerne da sein will, für die er morgens gerne aufstehen will. Wert hat für mich immer das, was mein Herz erwärmt. Wert hat für mich das, wofür ich morgens gerne aufstehe. Wert hat für mich das, worin ich das Gefühl habe, das geht mich unmittelbar an. Wir sagen, in dem Maße, in dem Menschen zu diesen Kräften, zu diesen Werten durchdringen, ist eine Grundbedingung für psychische und auch körperliche Gesundheit gegeben. Das ist das Kernanliegen der Logotherapie. Super.